Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Beim letzten Mal sind wir hier in die Höhle des Laubweißen gegangen, so nenne ich sie einfach mal. Und haben die ersten 5 Ebenen gemacht, haben die weiße Zwiebel dadurch gefunden und wir haben noch weitere 5 Ebenen vor uns. Weil das so lang geht, habe ich das auch beim letzten Mal in 2 Parts jetzt unterteilt, beziehungsweise ab heute. Und ja, ich habe gerade die Erkundungszone an, weil ich erstmal umschauen wollte, weil das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Ich habe jetzt auch einen Tag Pause gemacht nach der letzten Aufnahme, weil ja, das letzte Level hat mich so dermaßen auf die Palme gebracht. Ich werde hier übrigens, nachdem ich einmal umgeschaut habe mit der Drohne, dann die Runde nochmal zurücksetzen, dass ich hier nochmal richtig gucken kann. Ich muss einfach nur die 3 Golfbälle einsammeln, sehe ich das richtig? Mehr nicht. Okay, das ist einfach nur ein Hindernisparcours, wo ich dann auch noch zusätzlich die Dinge einsammeln muss. Wir müssen zu ihm hin. Verfolgen wir mal den Weg einfach rückwärts. Okay. So rum, dann muss ich hier das zerdeppern. Am besten nur Otschen. Okay, ich sehe, wie ich laufen muss. So, der Plan steht jetzt. Hier werfen wir jetzt erstmal 5 hoch. Die machen hier dann den Weg auf. Dann muss ich von der Seite aus werfen, damit da aufgemacht wird. Ich habe das Gefühl, ich wäre hier übrigens 100 mal schneller, hätte ich den Dauersprint. Ah, okay, die Plattform braucht ein bisschen, bis sie sich aktiviert. Echt mal eben kurz die Kugel zu tragen. So, dann nochmal auf die Plattform hier. Die braucht ja, wie gesagt, einen kurzen Moment. So, die tragen währenddessen. Holt ihn mal. Macht mal ganz schnell kaputt. Tragt das Ding. Ich habe jetzt schon das Gefühl, zu langsam zu sein. So, jetzt muss ich hier hüpfen. Das ist ja recht einfach. Das ist geschenkt. Ja, pfeif mal drauf. Ich habe nicht gesehen, dass ich irgendwo noch mal 5 Pigments brauche. Ich bin schon zu langsam, aber ich muss mir trotzdem eben kurz angucken, wie der Weg hier funktioniert. Ach, wenn er da oben ist, muss ich das umdrehen. Ich schaue mir jetzt erstmal an, wie der Weg hier funktioniert. So, dann muss ich da drehen. Dann muss ich hier wahrscheinlich wieder drehen. Dann geht hier auf. Der fährt da runter. Und dann komme ich hier rüber. Okay, das ist das, was ich wissen musste. Wir kennen jetzt den Weg. Jetzt versuche ich das einfach nur noch in der Platinzeit zu schaffen. Okay, Leute. Ich habe es jetzt wesentlich besser geschafft. Wenn man weiß, was man zu tun hat, ist es echt einfach. Das war bisher die einfachste Ebene. Definitiv. War diese Probe zu leicht für dich? Nun, bei der nächsten wirst du dich mehr anstrengen müssen.
Hauptsache, sie wird nicht mehr so schlimm wie Stufe 5. Also Ebene 5. Ebene 5 war zum Kotzen. Um Gottes Willen! Okay, hier muss ich gar nicht so lange überlegen, was mein Job ist. Okay, das definitiv nochmal. Boah, was für ein Stress! Stress pur! Aber wenigstens kommt man hier auch mal nicht gut reinscheißen. Ich hatte ja irre viel Zeit. Was denn an Dori können unter Beweis gestellt? Doch wird dir dies auch das nächste Mal gelingen? Bitte nicht nochmal so was Stressiges. Mir gefällt der Name von dem Bereich hier schon nicht. Beengte Küche. Okay, ich muss mit lilanen Pigments arbeiten. Safe. Am besten Otschen ist durchgehend was am Abtransportieren. Otschen, nimm das mal mit. Ihr arbeitet dort. So, die beiden jetzt erstmal rangeholt. So, ihr kommt mit. Ich brauche nämlich euch jetzt hier hinten. So, einfach einzeln abtransportieren lassen. Ich glaube, es wäre schlau gewesen, das direkt runter zu prügeln. Warte, mache ich nochmal eben kurz neu. Lass das mal Otsche machen. Die großen Dinger macht mal Otsche, die kleinen Golddinger hier machen am besten die Pigments. Ich glaube, das ist die beste Entscheidung. Zumindest kommt mir das so vor. Ah, ganz knapp zu langsam. Ja, darf ich nochmal machen, aber ich kenne ja den Plan. Otsche macht die großen Dinger weg und die Pigments machen am besten das Gold weg. Ich glaube, das ist wirklich die beste Idee. Ah, Leute, ey. Nach 50 Minuten habe ich das ja auch endlich mal geschafft. Alter, war das schwer. Das war wieder so eine Frimmelarbeit. Eine Sache falsch machen und schon hast du verkackt. Also ich habe das so gemacht, ich habe ein paar von den Weißen immer bei den Goldklumpen arbeiten lassen und gar nicht erst die anderen Sachen abtransportieren oder irgendwas machen. Otschen einfach durchgehend irgendwas auflesen, nachdem ich die Liedern geholt hatte. Ich habe die sogar nicht zuvor geholt. Ich habe erstmal geguckt, dass ich alle Weißen raushol. Alter, das war zum Kotzen. Ich finde diese Höhle ist generell grausam. Ah, wie ich sehe, hast du bestanden. Ich werde dich bei der nächsten Probe erwarten. Bitte was Angenehmeres. Ich hasse diesen Zeitdruck hier unten. Alle gegen alle? Okay. Ich sehe schon, ich darf Kreaturen umnieten. Und das sind alles große Viecher. Krieg ich die Lila denn hier zur Verfügung? Warum kriege ich die Lila denn hier zur Verfügung? Nicht wegen den fürs Knollenauge, definitiv nicht. Kann es sein, dass hier noch mal ein Boss auftaucht?
Ich muss sie nicht abtransportieren, ich muss sie nur umnieten. Okay, der ist RIP. Weiter. Ja, schon reingeschissen, weil ich hab die Lina nicht komplett rausgeholt. Ja, nochmal. Danke. Okay, wieder hier. Erstmal meine Lilien einsammeln. Los, alle auf den Embryo. Und dafür habe ich schon wieder arschknapp wenig Zeit. Ja, wie soll ich das machen? Alle sind in ihm drin. Ja, nice. Nochmal neu starten. Angriff, Leute. Da ist ein Lilaner, wurde gequetscht. Einer tot. Zwei tot. Dann mache ich das Stachelvieh mal als nächstes. Hier sind nochmal 5 extra Pigments. Das ist schön zu wissen. Kann es sein, dass da Bomben drin sind? Nein, aber etwas, das ich trotzdem gegen den G gebrauchen kann. Perfekt. Nochmal neu starten. Wir wissen ja zumindest, dass ich dort ein paar Pigments holen kann. Die hole ich, glaube ich, als allererstes diesmal. Ah, ich hab's geschafft. 20 Anläufe habe ich gebraucht. Aber ich hab's hinbekommen. Nur noch eine Ebene, Leute. Ey, das war wirklich ein Kampf, ne? Im Übrigen, falls ihr euch fragt, wie ich das gemacht habe, ich habe die Steinpigment einfach auf die Glaswand erstmal losgeschickt. Ortschen dann ausgraben lassen. Ortschen hat dann allein gegen das Stachelvieh gekämpft. Währenddessen habe ich die Maden da umgenietet und natürlich auch die Pigments dort eingesammelt. Bin dann direkt auf das G losgegangen. Hab mir alle lilanen Pigment natürlich auf dem Weg vorher noch geholt. Also die hinter der Glaswand und dann hinter der zweiten. Das Vieh war dann recht schnell fertig. Wenn ich den Saft benutzt hatte, hab eher geworfen als Otschin dagegen genutzt. Otschin ist mir dann auch beim G dann dazugekommen. Dann habe ich den Vogel fertig gemacht. Mit den lilanen Pigment war der echt schnell down. Und dann einfach nur noch auf fürs Knollenauge, als gäbe es kein Morgen mehr. Also das war meine Reihenfolge. Ich bin schon gespannt, was die letzte Aufgabe ist. Boah, diese Prüfung zu leicht für dich. Nun, bei der nächsten wirst du dich mehr anstrengen müssen. Die hier war schon Stufe 5. Letzte Herausforderung, dann haben wir es geschafft. Letzte Ebene, lila Schlüssel, das Wort gefällt mir. Wo ist die lila Schönheit? Da. Ja, muss natürlich auch mit Lilanen abgetragen werden. Otschen ist alleine. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was ich machen muss. Aber offenbar keine Reihenfolge. Ich muss zumindest keine Viecher absammeln, beziehungsweise keine Sachen. Das heißt, nach Möglichkeit kann ich die Gegner eigentlich ignorieren. Naja, abgesehen an der Stelle. Otschen ist erst anfangs alleine mit der Wurzel tatsächlich. Also er startet direkt bei dem Teil. Aber er kann es nicht abtransportieren. Und wie es aussieht, muss ich auch mit Otschen direkt von Anfang an arbeiten.
Aber ich kann zumindest die das Ding da einfrieren lassen. Och nö, das böse Etwas ist hier. Das lila Juwel der Erde. Wunderschön, nicht wahr? Transportiere es über die gesamte Strecke und ich werde es dir als Belohnung überlassen. Also ich denke mal, wenn das Rollvieh da ist, kann ich die Viecher ignorieren. Spute dich, sonst wird die Zeit nicht reichen. Ich habe andere Probleme, Kollege. Okay, ich habe hier ein Loch, durch das ich durch kann. Wo komme ich hin? Ah, ich komme hier oben bei Otschin raus. So, erstmal alle aufsatteln. Ich habe nur drei Lilane gerade. Ich könnte ihn damit bekämpfen, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Ich glaube, das Sicherste wäre, irgendwie das Teil runter zu buxieren. Kann ich dich überhaupt angreifen? Ja, aber ich glaube, ich sollte dich erstmal tatsächlich in Ruhe lassen. Vielleicht habe ich ja Glück und der arbeitet für mich, dass er die hier auch plattwalzt. Also nicht, dass ich wirklich ein großes Problem mit denen hätte. Roll über die Leichen drüber. So, mach den fertig. Jetzt habe ich die Lilanen hier alle parat. Jetzt muss ich nur noch den Weg öffnen. Das Schlauste wäre wirklich einfach, Otschin das Ding nach kurzer Zeit tragen zu lassen. Gucken wir, ich weiß, dass ich Platin schon verkackt habe. Ich will den Weg einfach nur schon mal gucken. Also man muss auf jeden Fall die Viecher hier ignorieren. Am besten mit der Bombe hier aufspringen, damit ich schon mal einen kürzeren Weg habe. Dann kann ich die ja auch komplett ignorieren. Ja, so ungefähr müsste der Weg sein. Und natürlich auch dieses Rollding komplett ignorieren. Ja gut, habe ich einen Plan, ne? Was kam nochmal da hinten aus dem Loch? Nichts Interessantes, glaube ich. Ah, nee, da kam, glaube ich, die Bombe raus. Okay. Ja gut, dann wisst ihr jetzt meinen Plan. Ah, Leute, es hat schon wieder Ewigkeiten gedauert, ne? Also ich habe jetzt versucht, alles so schnell wie möglich zu machen. Ein paar Pigments habe ich verloren, aber ich habe Otschin einfach durchgehend vorausgeschickt und das hat funktioniert. Aber ich durfte trotzdem halt nicht einen einzigen Fehler machen. Das hier war zum Kotzen schon wieder, ne? Gegen Ende habe ich Otschin einfach das Teil tragen lassen und habe mich dann um das Vieh mit Walze gekümmert. Damit das nicht nervt. Das hat auf dem Weg dahin dann halt einfach alle Viecher umgebracht. Als ich einmal den Rundgang hatte. Junge. Eine großartige Leistung. Nun vermag ich dich nichts weiter zu lehren. Als Belohnung sollst du dieses Juwelen, eine lila und eine weiße Zwiebel erhalten. Geh von nun an deinen eigenen Dandori-Weg. Gut gemacht. Jetzt kannst du auch lila Pigment und weiße Pigment vermehren, Shining. Hör mal, der Laubling hier. Denkst du, wir sollten ihn zur Oberfläche bringen und heilen? Dagegen verwehre ich mich. Ich werde nicht zulassen, dass man mich heilt. Ich werde diesen Ort nicht verlassen. Vielleicht weiß ich nicht mehr, wer ich bin und woher ich kam, doch das bedrückt mich nicht. Ich bin glücklich mit meinem Leben. Es bereitet mir viel Freude. Bitte lasst mich in Frieden und geht eures Weges. Hey, er wirkt anders als die anderen Laublinge. Wenn er hier bleiben möchte, sollten wir seine Wünsche respektieren. Verstanden. Gut, in dem Fall Zeit zum Schiff zurückzukehren. Alter, diese Höhle war so die Hölle. Und fährt sich ohne eine Belohnung entgegenzunehmen? Diese Juwelen, eine weiße und eine lila Zwiebel, bitte nimm beide an dich. Du findest mich jederzeit hier. Ich hoffe schon bald wieder einmal dein Können auf die Probe zu stellen. Nein, bitte nicht. Alter Schwede, dafür habe ich halt auch schon weit mehr als eine Stunde gebraucht, ne? Um diese beiden Zwiebeln jetzt rauszuholen.
Einmal die weiße Zwiebel. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass es so viele verschiedene Farben gibt. Und die lila Zwiebel. Es war ein Kampf. Aber ich hab's geschafft und das sogar alles auf Platin. Hat mich nur Ewigkeiten gedauert, also insgesamt so um die 6 Stunden. Was für eine Farbpalette. Jetzt ist es uns möglich, jede Pigmentart, die uns begegnet, ist zu vermehren. Das zählt sogar als ein Tag. Alter. Ich hatte kurz darüber nachgedacht, ob es mit dem Platin wirklich wert ist, ne? Du bist wirklich erstklassig im Erkunden. Ich hätte nie gedacht, dass sich die ganze Zeit direkt unter unserem Basiscamp ein Laubling versteckt hat. Soweit ich das beurteilen kann, kehrst du vor Sonnenuntergang nicht zurück, wenn du diese Höhle betrittst. Das bedeutet, dass an dem Tag keine Expedition in ein anderes Gebiet stattfinden kann. Hier sehen wir ein gutes Beispiel, warum Dandori-Strategien auch für die Arbeit der Rettungskrew wichtig sind. Stimmt. Kümmere dich also um Aufgaben, die du noch erledigen wolltest, bevor du die Höhle betrittst, Shining. Warum sollte ich da überhaupt noch mal rein wollen? Im Ernst, ne? Warum sollte ich da noch mal rein wollen? Es war die Hölle. Da will ich nicht noch mal rein. Fassen wir zusammen. Die Zwiebel ist mit anderen verschmolzen. Weißt du nun auch an die Farben der anderen Zwiebeln auf? Sie scheint nun auch ausgereift zu sein. Ich vermute jedenfalls, dass sie sich nicht mehr weiterentwickeln wird. Ich habe 7 Zwiebeln verschmolzen. Und 8. Ich habe alle Farben. Aber ein Regenbogen ist es trotzdem nicht. Dank deiner Unterstützung gelang es mir, wertvolle Forschungsdaten zu sammeln. Ich danke dir. Ja, danke. Dafür habe ich gelitten. Aber jetzt können wir die hier vermehren. Was wir auch tun müssen. Ein Segen. Schaut es euch an. Ein Genuss für die Augen. Wie sich die Lilanen vermehren. Dafür haben wir gekämpft, Leute. Und die muss ich jetzt noch auf 100 bringen, ne? Ich überlege einfach, Oskin in ein altes Gebiet nochmal zu gehen und einfach dort nochmal ein paar lilane Pigment zu farmen bis zur nächsten Folge. Weil das geht echt schleppend voran mit denen. Da wird das eine Gebiet nicht reichen. Na gut, ne? An der Stelle soll es das für heute gewesen sein. Wir haben jetzt 52 lilane Pigments. Das muss gerade noch reichen. Ich muss noch 48 zusammensammeln für den Goldbahn. Was für ein Albtraum. 2 Folgen am Stück habe ich jetzt nur gelitten. Passt doch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao, Leute. Bis dann.